Mein liebster und einfachster Eiersatz, wie ich finde, sind Leinsamen. Ich schmeiße die einfach in den Zerkleinerer und mixe sie dann ordentlich durch, bis sie so ein ganz grobes Mehl werden. Wichtig ist es dabei, wirklich nicht den Leinsamenschrot aus dem Supermarkt zu kaufen, sondern die selber zu schroten. Und zwar deswegen, weil dem Leinsamenschrot aus dem Supermarkt schon das ganze wertvolle, gesunde Leinöl entzogen worden ist. Dann nehme ich einen Esslöffel Leinsamenschrot und 3 Esslöffel Wasser und verrühre das Ganze und stelle es zur Seite. Jetzt kommt das Mehl in eine Schüssel. Da füge ich dann den ungesüßten Backkakao hinzu. Ich finde, das gibt nochmal so einen extra schokoladigen Geschmack. Verrühre das einfach ganz simpel mit einem Löffel, bis das schön vermengt ist. Dann gebe ich Haferflocken und Quinoa-Pops dazu. Ihr könnt stattdessen auch Nüsse nehmen, Kokosraspeln, wonach auch immer euch ist. Ich mag auch Mandeln zum Beispiel sehr gern. Dann kommt der Rohrzucker dazu und schließlich der Agavensirup. Und zu guter Letzt noch das geschmolzene Kokosöl. Und auch jetzt verrühre ich das einfach alles mit dem Löffel, beziehungsweise wenn der Teig dann so richtig fest wird, könnt ihr auch einfach die Finger nehmen. Jetzt fehlt natürlich noch unsere Leinsamen-Wassermischung. Ihr seht, das ist so ein bisschen schleimig fast geworden. Also die Konsistenz ist so ein bisschen, ja, fast ein bisschen wie ein Eidotter. Und das könnt ihr jetzt auch noch hinzufügen und wieder vermischen. Ich habe hier jetzt ein bisschen gehackte Schokolade und so extra dunkle Schokoladendrops. Ihr könnt auch Milchschokolade, weiße Schokolade nehmen, wonach auch immer euch ist. Und da füge ich jetzt noch Kakaonips hinzu, weil ich mag diesen herben, wirklich schokoladigen Geschmack. Fertig, jetzt müsst ihr sie nur noch formen und ab ins Rohr damit.